Hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Galaxy of Heroes. Letzte Folge hatten wir eine ganze Menge gemacht. Diese Trainingskämpfe da gemacht und jetzt machen wir einfach mal hier weiter. Den Typ hier verbessere ich noch ganz kurz auf 2 hier, indem ich dann noch das ganze Ding anlege, upgraden. Zack, auch schon mal hier fertig. Können wir hier schon wieder hier 2 neue Sachen anlegen. Ich muss sie erstmal herstellen, da kann ich sie anlegen. Ausrüsten, zack. Und dann soll es eigentlich auch schon gewesen sein hiermit. Dann. Ich glaube, hier muss ich noch warten, ne? Herausforderung, was muss ich, wie lange muss ich da noch warten? Genau, hier lang, ein bisschen noch. Würde ich sagen, machen wir einfach mal bei den Cantina-Kämpfen, glaube ich, erstmal weiter. Gucken, wie hoch sind die Gegner hier? Entweder jetzt Cantina oder dunkle oder helle Seite oder irgendwie sowas. Machen wir mal weiter. Muss man dann halt nur wieder merken, wie weit ich im Spiel fortgeschritten bin, dass ich dann auf meinem zweiten Account genauso spielen kann. Denn ihr wisst, das habe ich ja in irgendeiner Folge erzählt, dass ja das Spiel so ein bisschen bei dem Thema suckt. Zwar wirklich. Warum soll ich hier mit den 10er nehmen, Alter? Durch den 25er hier verpasst hat. Verdammt, habe ich gerade meine Typis rausgeworfen. Okay, mein Schiffbagger ist immer noch besser, ne? Ja. Die sind immer noch alle besser als meine dunkle Wache da. Okay. Starten wir das Ganze einfach mal. Das sollten wir eigentlich hoffentlich auch locker schaffen. War schon wieder hier im Dings. Ja, gut, KI spiele ich doch lieber nicht. Also bei schwachen Gegnern mache ich sowas gerne, aber das ist wirklich eine sehr praktische Funktion, die KI. Aber bei starken Gegnern, beziehungsweise bei stärkeren Gegnern macht es dann nicht mehr so viel Sinn, mit KI zu spielen. Finde ich jetzt persönlich so. Also KI ist mehr sowas fürs Farmen, sage ich jetzt mal. Wenn man einfach schon sehr oft gespielt hat, sage ich jetzt mal. Verdammt, warum greife ich die Elite-Gegner an? Wir haben immer noch die ganze Zeit mit den Standardtruppen hier rumrennen. Gibt welche, die haben wahrscheinlich schon 100 Kisten in der Zeit gekauft. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich meine Kristalle nicht für Kisten ausgeben. Weil das ist nämlich sinnlos. Da ist sowieso meinst du Müll drin. Wenn das so genau so eine Droprate ist wie ein SW, kann ich mir die Kisten, das Kistenkauf gleich klicken. Also wer Geld für das Spiel ausgibt, der kann es gerne machen, aber ich werde kein Geld für das Spiel investieren. Allein schon, weil ich für SW auch kein Geld investiere. Und warum dann hierfür? So. Das ist ja in der Mitte ist der Boss, deswegen gehe ich erstmal auf die kleinen Javas hier rauf. Oh, ich hasse sie Javas manchmal. Nein, 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 nein. Alter, wie oft willst du noch schießen, du Trottel, Alter? Schieß halt gleich noch 5 Mal auf mich drauf. Schieß ja 30 Mal auf meinen einen Ja, auf meinen einen armen Trupper da, dass der ja noch stirbt. Dass der auf jeden Fall noch stirbt. Meine Fresse, ey. Warum müssen die beide gleich 5 Mal hintereinander schießen? Ich darf immer nur 3 Mal. Sei voll unfair. Hier, der eine schießt sogar noch 2 Mal. Oh, leck mich doch mit deinem Scheiß Ausgeweiche immer. Jetzt darf ich den ganzen Kampf nochmal machen gleich. Aber ich hasse es, wenn die immer gleich 5 Mal hinterher schießen und dann immer noch auf, die ganze Zeit nur auf einen einzigen gehen. Wenn die KI auch mal so schlau wäre, dann würde ich das wahrscheinlich auch so machen. Meine KI. Oh, ja, noch wieder ausweichen, genau. Ist überhaupt nicht sinnlos. Alter, ich habe jetzt gedacht, das ist total easy going hier, weil 21, die sind 28 alle. Aber nee, ich krieg trotzdem wieder nur 2 Sterne. Ja, 2 Sterne nur. Ich will 3. Mindestens. Ich schicke trotzdem aber eine Bündnisanfrage, auch wenn ich jetzt hier wahrscheinlich irgendwann nachher 100 Bündnisanfragen drin habe. Jetzt darf ich den Scheiß nämlich nochmal machen, den Kampf jetzt hier. Ja, das war hier, jetzt cutte ich aber weg. Und ich habe mal wieder keinen Timer gestartet. Super. Geht super los hier die Folge. So, letzter Fight. Diesmal auf, keine Ahnung, ob das Kashyyyk darstellen soll. Auf jeden Fall auf der ersten Map, glaube ich, ist das hier. So. Und diesmal bin ich relativ gut hochgehalten noch. So, der erste Jahr war schon mal down. Der zweite geht auch gleich down. Und weh, ich schieße jetzt gleich wieder 10 Mal hintereinander auf einen einzigen Gegner rum. Guck hier schon wieder, siehst du? Schon wieder 30.000 Mal auf meinen armen Ewok da geschossen. Okay, warte ich mal einfach mal einmal so. Wer ist denn damit mal? Da gehen sie nämlich alle nicht mehr auf meinen E-Bock drauf, sondern auf meinen Chewbacca. Es sei denn, die hauen gleich Flächenschaden raus. Dadurch, dass ich ja was ist ja immer gerne machen mit dem Flächenschaden, finde ich das auch gar nicht mal so unrealistisch. Also Cantina-Kämpfe kann ich glaube ich gleich klicken, die weiterzumachen. Das bringt uns jetzt hier erstmal relativ wenig.
Zack, jetzt mal weg. So, wir sollten unsere 3 Sterne haben. Zack, 3 Sterne. So, 3 Sterne haben wir jetzt erstmal. Neue Funktion freigeschaltet, Fähigkeiten Upgrades. Du kannst Credits in die Verbesserung der Fähigkeiten der Charaktere investieren. Lass uns das jetzt machen. So, das habe ich eigentlich schon mehrmals. Habe ich zwar schon einmal gemacht, aber egal. So. Ich weiß ja, wie das geht. So. Zack. So, jetzt machen wir jetzt wieder eine Quest geschafft. Super. Das finde ich natürlich immer schön. Was können wir hier noch so machen? Also ein Kantina-Kampf, das mache ich später noch. Trupp-Arena. Gucke ich gleich mal, ob ich hier schon wieder machen kann. Nee, erst in einer Minute. Das ist natürlich wieder blöd. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal mit der dunklen Seite weiter. Weil davon habe ich gerade erst 60 Kämpfe. Dass ich da erstmal auch mal auf 105 komme. Wenn er mal laden würde. So, warte mal, habe ich bei 2 noch was? Bei 2 und hoch? Oder bin ich da komplett durch? Nee, bin ich noch nicht durch. Ich habe bei 15. Aha, witzig. Ich kriege sogar Boba Fett-Dinge. Brauch zwar 80 Stück, aber egal. So, jetzt mal ein bisschen Energie verschwenden hier. Offizier der ersten Ordnung, keine Anführerfähigkeit. Ja gut, ist eigentlich ziemlich egal. Komm, nimm ihn jetzt. Nimm ihn! Nimm ihn! Hier. Ich brauche echt noch mal 2 weitere dunkelseitige Chars. Also ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Und du kannst später welcher Vader bekommen, aber der bringt mir auch nicht so viel. Gut, die kann ich jetzt mal autofight machen. Mit KI spielen, ob das was bringt. Gut, wenn es immer nur ein Gegner ist, dann kann man wirklich mit KI spielen, aber bei mehreren Gegnern ist es schon blöd, ne? Einer Kantina. Geil. Ich wundere, wo die ganzen Kunden sind. So, hier würde ich jetzt auch wirklich wieder lieber erstmal selber spielen, oder? Ah ne, brauche ich auch nicht selber spielen, ist eh nur einer. Er ist nur unser guter Han. Solo. Er kommt nämlich immer solo. Haha. Deswegen hat er auch keine Apps dabei, weil er immer solo kommt. Wisst ihr, wegen Han Solo? Hehe, geil, ne? Okay, war das schlecht oder war das schlecht? Wampfdorf ist eigentlich so ein Detektor, wenn da gar kein Eingang ist. Droidendetektor ist es ja. Kennt man aus dem Film. So. Coruscant, geht's mal wieder los. Wenn ich jetzt hier nehme, ist eigentlich egal. 12 Energie mal wieder verschwenden. Hoffentlich lohnt sich das auch. Also wie gesagt, ich werde das jetzt noch so lange durchziehen, bis wir einfach alles im Spiel einmal gespielt haben, einmal gezeigt. Jeden Kampf hier einmal, bis wir einmal alle durch haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfe es insgesamt hier gibt, wie viele Sterne. Bis wir alle Sterne haben und dann sind wir durch mit Let's Play. Ungefähr so wie in Esveto, einmal Story durch. So, aber könnt ihr jetzt bitte auch mal wieder schießen? Danke. Also wirklich weiterspielen aktiv werde ich das Spiel hier nicht, weil, wie gesagt, das mit dem scheiß Account Quatsch da, den sehe ich immer noch nicht ein. Vielleicht privat werde ich das Spiel vielleicht weiterspielen und dann vielleicht irgendwann später mal wieder zeigen, falls es irgendwelche neuen Sachen gibt, aber so direkt nicht. Und hier möchte ich jetzt doch mal lieber wieder auf den Alleine-Kampf durchgehen. Zurückgreifen, weil das finde ich doch schon sinnvoller hierbei. Oh, ich hasse Ahsoka, die nervt immer so. Mit dem Hin- und Hergerenne da immer. Genau, heil wieder hoch. Lass mich überhaupt nicht mal ankämpfen, mal. Oh, ich hasse das bisschen Geheile immer. Der Jedi wird auch erstmal gedown gemacht. Hallo. Mach doch mal. Gedown gemacht, vor allen Dingen. Der wird auch erstmal wieder ein bisschen down gehauen. Down gehauen hört sich schon besser an. Eine Fähigkeit muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Och, leck mich doch, Alter. Er greift doch nicht jedes Mal an. Achso, das ist der Flächenschaden, okay. Flächenschaden bin ich an dem Spiel, ehrlich gesagt, bisher habe ich mich damit noch nicht so doll angefreundet. Werde ich auch wahrscheinlich nie, weil da einfach scheiße ist, der Flächenschaden im Spiel. Da hau jetzt, muss ich meine Wache hier noch down. Mülltuss, ey. Hau bloß nicht meine rote Wache down. Da meine Garde. Imperiale Garde heißt hier. Imperiale. Nicht Imperale. Warum setzt sie jetzt Flächenschaden hin, wenn die noch alleine ist? Egal. Die ist tot. Das sollten nur unsere 3 Sterne sein. Genau. 3 Sterne. Und eigentlich mal ein Stufenaufstieg mal wieder. So, Energie hat sich auch mal wieder erhöht. Zack. Weiter. Was bekommen wir jetzt mal für neue Quests? Gar keine, oder was?
Okay, wie gesagt, machen wir einfach mal hier erstmal weiter. Ja, wir haben ja derzeit noch genug hier. Guck mal, eine Gamorreaner-Wache sogar. Aus Episode 6 bekannt. Von Jabba, dem Hutten. Der hat ja zum Beispiel solche. Und zum Beispiel auch aus Svetor von dem Katina-Event. Natürlich. Zack. 3 von 3. Wer ist unser Gegner jetzt? Fives mal wieder. Hatten wir, glaube ich, auch mittlerweile ziemlich oft gehabt. Alter. Wie oft denn noch jetzt? So ein scheiß Konter die ganze Zeit. So, den greife ich jetzt nicht erst an. Ich greife zuerst natürlich die Ads an und dann ein. Oh, nice. Alter. Wie oft bist du denn immer alle ballern hier? Darf ich auch mal ein bisschen mal hin und her ballern und nicht hier nur? Ob ich den Kampf sowieso schaffe. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man das hier so selten schafft. Weil einfach die Gegner viel öfter ballern als man selber eigentlich. Das merkt man eigentlich fast gar nicht. Bringt mir das hier auch so nur Konter, okay. Konter bringt mir jetzt sowieso gar nichts. Alter, nein, 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 du brauchst jetzt meine Wache nicht nochmal dauern. Ich heile sie ja nochmal. Für alle Fälle noch. Okay. Immerhin war er jetzt betäubt. Das heißt, ihr konntet so gesehen nichts machen. Ausnahmsweise habe ich mal jemanden gestunt. Erstaunlich. Wir bekommen jetzt hier Fives. Später haben wir echt nur einen derzeit? What the fuck? Nur einen haben wir derzeit? Ey, das ist echt wenig. Da haben wir jetzt nur eins. Das ist wahrscheinlich wegen drei Kämpfe, ne? Genau. 40 XP. Also das ist wirklich die beste Möglichkeit eigentlich bisher an XP hier zu kommen. Jetzt gehen wir mal kurz in die Truppe-Arena. Gucken wir mal, ob hier nochmal neue Gegner ist. Ach, jetzt haben sie sich wieder neu sortiert hier. Da, über den. Ich weiß, es ist ein bisschen assi, hier nur auf die Zweier zu gehen. Aber die anderen sind einfach zu stark. Ich versuche hier vorher mal wieder auf KI zu gehen. Aber live kämpfen wir hier nicht, ne? Geht die Zeit noch richtig mit? Nee, ja, ne? Hoffentlich. Na, geh weg da oben. Ja, seit dem neuen Update, wie gesagt. Ich musste ja sowieso das Programm neu runterladen. Das hätte ich jetzt lieber gerne auf der alten Version gehabt. Wenn es kam keine nervige Meldung von da oben mehr. So, Sieg. Zack, weiter. Schicken wir einfach wieder eine Anfrage. Wo es im Prinzip egal ist, aber können wir mal machen. So, können wir auch gleich mal 80 XP wieder abholen. 3 Kantina-Kämpfe, gut, das mache ich nachher noch. 5 harte Kämpfe, gut, die machen wir nachher auch gleich noch mit dabei. Ja, wo ich kann die eigentlich theoretisch noch mitnehmen hier, den harten Kampf hier. Machen wir noch irgendwas Einfaches hier. Ich sag harter Kampf und dann sage ich, will ich was Einfaches machen. 3. Ich glaube, die nichts machen, das ist am sinnvollsten. Ach Gott, was ist denn, schmeiß ich mal. Weiß ich, gehe jetzt einfach mal zum letzten und dann schmeiß ich einfach mal zu dem Sim-Ticket hier mal rein. Ein einziges. Ich meine, ich habe ja davon. An denen sollte es ja echt nicht scheitern. So, haben wir das schon mal geschafft. Dann müssen wir noch ein paar harte Kämpfe machen. Die können wir auch nebenbei machen. Die machen wir jetzt ja sowieso noch gerade. Auch wenn er jetzt mal gerade wieder ewig lädt. Dam, 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 dam. So. Weitermachen. Wir kriegen sogar 2 Kristalle. Wicked! Bekannt aus Episode 6. Das ist nämlich der Ewok, der. Ja. Wie war das mit. Ne, Leia war es. Leia hat er ja so gesehen gefunden und hatte ja ein bisschen auch Angst vor ihr und dann die alle zum Stamm gebracht und keine Ahnung was. Die anderen Ewoks wollten die dann verfüttern. Beziehungsweise der. Keine Ahnung, was war das hier für eine Idee? Und dann irgendwann kam jetzt die 3PO dazu und hat die dann alle befreit. Mit Lukes Hilfe natürlich, mit der Hilfe der Macht. Natürlich, das habe ich übrigens auch erst sehr spät im Film verstanden. Dass da so gesehen, Luke hat ja den Thron von C3PO, wo er drauf saß, wenn ihr Episode 6 gesehen habt, wisst ihr, was ich meine. Oh, guck mal, gegen Groß Moff Tarkin kämpfen wir hier. Den hat er ja so gesehen mit der Macht hochgehoben
Und damit so gesehen sollte ja C3PO seine Kräfte, die er ja nicht hat, zeigen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden früher. Und dann haben sie ihn natürlich dann aus Angst dann, ja, haben sie dann die alle losgebunden und dann natürlich dann nicht verbraten. Oder verfüttert oder keine Ahnung was. Viel selber gegessen. Auch wenn ich nicht weiß, ob Evox Menschenfleisch schmeckt. Eine interessante Sache, schmeckt eigentlich Menschenfleisch? Gutes Thema gerade. Nee. Okay, Spaß beiseite. Natürlich sollte man das wirklich nicht essen. Man weiß ja nicht, was da drin ist. So, Erfolg, 3 von 3. Jetzt kämpfen wir gegen den Moff, der ja auch die Zerstörung von Alderaan Episode 4 eingeleitet hat. Ich hoffe mal, ich spoilere jetzt hier nicht zu viel. Dass alle denken, der spoilert hier die ganze Zeit nur hier, die ganzen Folgen gespoilert er hier. Die ganzen Filme, auch wenn ich glaube, dass sie jeder schon gesehen hat. Mittlerweile habe ich den sogar auf, nee, auf DVD, habe ich mir den auch gar nicht gemacht. Also DVDs spreche ich mittlerweile auch selber von Filmen, wenn ich sie schon finde. Oh nein, ich habe sie nicht illegal runtergeladen. Ja gut, ganz legal habe ich sie jetzt auch nicht erworben, aber egal. Aus dem Fernsehen, sage ich jetzt einfach mal. Die laufen ja manchmal im Fernsehen, bei ProSieben relativ selten. Welten, genau, selten. Alter, jetzt hör auf damit. Böse Wachen. Böse Garde. Böse Garde. Spiel ich jetzt eigentlich gerade helle oder dunkle Seite? Ich wollte eigentlich dunkle Seite spielen, ne? Ich glaube, ich spiele gerade helle Seite weiter, ne? Kann das sein? Ich wollte eigentlich dunkle Seite weitermachen. Scheiße! Geräusch sogar, hat das gerade gehört? Eia! Aua! Okay, jetzt ziehe ich jetzt mal den ganzen Damage hier auf Chewie rauf. Und heile meinen Truppi erstmal wieder hoch. Truppi. Mein Truppi heile ich wieder hoch, genau. Würde ich gerade sagen, mein Truppe, aber egal. Dafür mein Truppi. Ist ja sowieso auch mein Truppi, auch wenn er kaum Schaden macht, unser Truppi. Tritra, Truppi, 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 Trupp. Wie ging überhaupt das Originallied? Keine, ich habe jetzt gerade irgendwie wieder genau mit dem blauen Schlauch. Jetzt fällt mir jetzt einfach gerade wieder die Melodie ein und dann muss ich einfach irgendeinen Blödsinn dazu singen, der überhaupt gar nicht dazu passt. Zum Beispiel jetzt das mit dem Tritra Truppi gerade. Alter, jetzt stirbt man. Wehe, der stirbt jetzt hier noch, ey. Ey, wehe, der stirbt jetzt hier noch beim letzten Schlag. Dann raste ich aber richtig aus, okay, passt. Boah, das wäre jetzt richtig furchtbar gewesen, wenn mein Soldat auch noch gestorben wäre. Aber eigentlich wollte ich doch dunkle Seite spielen. Warum wäre ich jetzt plötzlich wieder auf die helle Seite geschoben? Das wollte ich aber eigentlich nicht. Ja, helle Seite. Ich will aber gar nicht helle Seite machen. Sah so gleich aus. Ich möchte dunkle Seite spielen. Das ist ja sowieso harte Kämpfe. 16. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Nehmen wir einfach mal die 29er Sturmtruppe hier mit. Okay, ich mach jetzt einfach hier noch die zwei Kämpfe dann noch zu Ende. Solange bis wir die Aktivitäten fertig haben, mache ich hier noch zu Ende. Ist mir völlig egal, wie lange die Folge jetzt hier geht. Auch wenn die wahrscheinlich schon ein bisschen länger geht, die Folge. So, mit den Truppen wollte ich eigentlich auch von Anfang an schon spielen. Also sie wollte ich den Kampf gerade eigentlich gar nicht machen. Tritra Truppi. Jetzt geht das schon wieder los. Wie bei dem blauen Schlau. Wir haben blauen Schlau gelöst. Wir haben blauen Schlau gelöst. Wir haben blauen Schlau gelöst. Wir sind wirklich schlau. Denn Kriegszwecke, das kommt toll. Mit Tab ist auch mal schon total geil. Sag mal, dauert irgendwie, wie auch der Verkehr gerade in der Nähe ist. Was habe ich denn für einen Sprachfehler, Alter? Liegt bestimmt an der Schulwoche heute. Ey, heute war wieder so eine total anstrengende Schulwoche. Besonders die Sportstunden sind immer die furchtbarsten. Auch wenn der Lehrer, den wir gerade haben, ziemlich geil ist, aber ist jetzt einfach voll. Das ist auch so wahrscheinlich einfach nur Tankhaltung. Anstrengend ist das. Anstrengend. Das kann ich auch noch eins sagen. Anstrengend. Ein Wort. Anstrengend. Jetzt habe ich, glaube ich, nicht oft genug anstrengend gesagt. Auch mal hier wieder so ein Typ hier. Aus der Wolkenstadt. Die Stadt in den Wolken. Was war eigentlich eure Lieblings-Star Wars-Episode? 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Ich persönlich muss sagen, dass ich Teil 1, 2 und 3 doch lieber vor der Entscheidung gerne sehen würde. Also ich kann mich derzeit, könnte ich mich noch für keinen Lieblingsteil entscheiden. Also von den letzten dreien, 5 ist die ich am wenigsten mag. Und dann glaube ich doch schon 6 irgendwie. Also 6 finde ich auch schon irgendwie geiler. Und 4 finde ich eigentlich auch noch ziemlich geil. Aber ich kann mich einfach nicht zwischen 4 und 6 entscheiden. Also 5 finde ich auf jeden Fall, das ist die, die ich von den
letzten 13 bis am langweiligsten finde. Weil die Hotsequenz, die ist ziemlich lang und dann noch dieses mit dem... mit Dagobah, das ist einfach nur so unnötig, auch wenn es in Episode 6 auch noch vorkommt, Dagobah. Aber ich finde die Dagobah-Sequenz, die ist einfach ziemlich unnötig, weil es einfach irgendwie langweilig ist, wo Luca die ganze Zeit die Macht trainiert. Na, guck mal hier. Luminara Unduli. Oder wie auch immer die heißt. Gott, ich hab's irgendwie nicht so mit Namen heute irgendwie. Ich hab's allgemein nicht so mit Namen, das wisst ihr alle. So, Bespin. Und diesmal mit Luke. Warum ist hier so ein Druide angezeigt, wenn ich Luke hab? Luke Skywalker. Oh, guck mal, hier mit Savage und Press können wir jetzt sogar kämpfen. Nice. Machen wir das Ganze nochmal. Der ist ein Level höher als wir. Und Trainingsruinen-Farm tun wir gleichzeitig auch noch mit dem Zeug. Warte, nur zwei Unloads? Zu wenig. So, haben wir auch gleich die Aktivitäten, glaube ich, auch fertig. Wollen wir nochmal, wahrscheinlich auch nochmal ein Level Up. Also wirklich Level Ups, die kann man hier wirklich farmen ohne Ende. Also wenn man wirklich jeden Tag die Aktivitäten macht und die Tiki-Melon alles einsammelt, dann kriegt man wirklich Level Ups und Kohle ohne Ende. Allein schon, wenn du jeden Tag nur diese Aktivitäten einmal durchspielst, was grundsätzlich eigentlich keine große Sache ist, dann kriegst du schon so gesehen Kohle ohne Ende. Und XP vor allen Dingen. Das wäre ja noch nicht hoch höchstes Level hat, ich weiß gar nicht, was hier das höchste Level ist, 55 oder 60 oder so, dann macht auf jeden Fall die Aktivitäten jeden Tag durch. Das ist wirklich echt krass. Okay, Luke, kämpfen wir jetzt. Ich denke mal, da kann ich jetzt auch Autofight drin lassen, weil es ist sowieso nur ein Gegner. Sogar der Ort passt, weil hier wurde er, sollte er eigentlich, habe ich ja schon bei der vorigen Folge erzählt, eigentlich eingefroren werden und dann zum Imperator gebracht werden. Was aber nicht geschieht, er springt ja noch vorher raus. Und dafür wurde halt zum Testen halt Han Solo eingefroren. Ihre Zeremonierüstung kann einige Hiebe und Lichtschwertern ablenken. Okay. Da bekommen wir einen neuen Erfolg. Achso. Das hier haben wir geschafft. Da müssen wir jetzt die Aktivität auch fertig haben. Zwei haben wir hier sogar. Genau. Also wir kriegen Bonusenergie. Okay, können wir uns auch noch kurz mal abholen. Dann aber 100 XP. Damit sollten wir auch gleich auf den auf das Level kommen. Genau, schon für 30. Wieder Bonusenergie bekommen und. Wenn dir das zu einfach ist, versuch dein Glück in einem Gakschen Krieg, okay. Und hier auch nochmal 125 XP und 20 weitere Kristalle, zack. Gucken wir jetzt, was wir hier noch für eine Quest bekommen haben. Besiege 10 B1 Kampfdroiden, wo krieg ich die denn her? Achso, einfach weiterkämpfen, okay. Posteingang ist hier drin. Trupp-Arena-Belohnung kriegen wir jetzt hier sogar 50 von diesen Tokens kriegen wir hier. Ich habe ja sowas schon 200 und 15 Kristalle und 5000 Credits. Okay, wir machen das hier noch zu Ende. Mir völlig egal, auch wenn die Folge schon ein bisschen länger ist, aber ist mir jetzt gerade egal. Auch ist die Garde hier noch ein weiteres Rüstungsteil. Drei Plus haben wir jetzt hier sogar, das sind wahrscheinlich die Quests, genau. Kiste haben wir sogar auch noch. 28 über den Ansturm, gut, das machen wir nebenbei. Befördere einen Charakter, was heißt denn das? Das heißt befördern. Machen wir später. 250 Raid-Tickets erhalten. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Herausforderungen können wir auf jeden Fall hier machen. Das sehen wir hier schon. Also die Herausforderung ist wahrscheinlich diese Dinger jetzt hier gewesen. Kann man, wie gesagt, also ordentlich farmen. Spielstufe 30 haben wir es geschafft. Kriegen wir 70.000 Credits dazu. Nice. Und dann kriegen wir sogar noch das hier. Ein weiteres Darth Vader-Dings und 10 Kristalle für 1 Million Credits insgesamt. So, 40 kriegen wir nochmal 70.000, dann hier nochmal 10.000, also man kriegt hier echt ordentlich, wird ja echt ordentlich bedient. Also schon, wenn wir eine Woche uns eingeloggt haben, 70.000 Credits, Trupp-Arena kämpfen, gibt auch nochmal ordentlich was hier, 50 Datenkarten öffnen, gut, das macht man nebenbei, 5 Millionen Credits verdienen, kriegen wir auch nochmal ein bisschen was dazu, also man kriegt hier wirklich ordentlich Zeug, 10.000 Gilden-Rate-Tickets sollen wir erhalten und alles mögliche können wir hier noch machen. Ich glaube, ob wir das jetzt hier alles im Let's Play machen, ist natürlich eine gute Frage. Ich vermute einfach nicht, dass wir das alles schaffen da, aber wir werden da sehen, was wir nebenbei schaffen können. Von dem ganzen Zeug, was uns da angeboten wird, ist eine ganze Menge. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt eine Karte auf und fertig. Oder würde ich sagen, mache ich jetzt mal Schluss für heute für die Session. Morgen machen wir mal weiter. Und ich würde sagen, bis bald und ciao.